到着しないのか。奴らの背後をついてくれれば、挟み撃ちにできるのだ。Verstärkung? Auch das noch. Ja. Richtig. Come on. So. Bessere Autorität. Hoha, Kill! Endlich ein Level 9 für Petra! Kein Schaden, what the hell? Alter, der ist stark! Bessere Bataillon! Hm. Ja. Beende es jetzt mit der. Obwohl. Die beiden dann haben es auf ihn abgesehen und da. Ich keinen Bock darauf. Die haben beide starke Magieattacken. Das dürfte schwer werden. Was denn für Casper hier? Na gut. Zuerst mal den Typen hier fertig machen. Seine Eisenaxt steht hier kurz davor zu zerbrechen. So, und dann reicht der Level 10. Hm. Sturmlanze! Und auch hier Level 10. Immerhin. Noch Bataillon steigt auf. Aber jetzt. Haben wir es beide jetzt auf ihn abgesehen? Nee, zum Glück nur der eine. Er macht trotzdem viel Damage, aber. Immerhin. Hat das eine Crit-Chance? Nö, ich sehe da keine. Aber ich glaube nicht, dass er ihn critten würde, ne? Das wäre es noch. Aber selbst wenn, das müsste er auch. Ja, er hat auch mehr als. Ja, mehr als 26 KP und nur 68%ige Chance, also das könnte noch gut gehen. So. Linhard. Erstmals. Hubert holt sich erstmals hier die EP. Oder greift er lieber an? Ich würde sagen, er holt sich mal die EP. Hier benötigt wirklich Heilung. Ganz dringend. Der bekommt noch Erfahrung. Level 10. Hm. Sehr schön. So, den hier bitte angreifen. Und fertig machen. Oras. Ich hoffe, das passt. 88%. Dann mal los. Und tschüss. Und noch EP dazu. Das ist leider nicht ganz reicht, aber immerhin. Ja, die EP hole ich mir jetzt nicht mehr. Das ist mir zu riskant. Schade um das dunkle Siegel, aber das bekommen wir irgendwie. So oder so können wir es bestimmt noch bekommen. Ich wüsste echt, wie man den besiegen soll. Wenn ihr es wisst, könnt ihr es mir ruhig in den Kommis posten, wie man ihn hätte am besten besiegen sollen. Darüber würde ich mich schon sehr freuen. So, sie hat ja den Thronschlüssel. Entsprechend soll sie vorgehen. Und mein Charakter hätte ich ja auch keine Chance gegen diesen mächtigen Feind. Ja,
Petra braucht dann wirklich dringend Heilung. Ich hoffe, ich kann auch rechtzeitig zu ihr aufschließen. Oh. Weit reicht sein Angriffsfeld? Bis hierhin. Okay, solange ich den Retter noch aus dem Weg gehe. Solange ich dem noch aus dem Weg gehe und nicht angegriffen werden kann. Oh, da ist noch ein Magier. Shit! Kann ich zweimal attackieren. Was? Die Bataillon hat sich zurückgezogen? Gibt's doch nicht. Warum? Weil sie angegriffen worden ist? Oder habe ich sie schon so... Ich habe sie eigentlich noch gar nicht verwendet mit ihr. Und ich habe sie auch extra aufgefrischt. What the hell? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Aber ist egal. Damit muss ich wohl jetzt leben. Na schön. Am besten von den Todesritter jetzt wegbleiben. Und lieber hier aufräumen. Todesgeul! Damit könnte ich am meisten Schaden zufügen. Das wäre schon mal nicht schlecht, aber nicht gut genug. Nein, danke. Boah. Ich hoffe, dass das reicht. Vielleicht könnte ich auch... Ja, zuerst würde ich mal mit Linhard mal vorarbeiten. Ein bisschen. Bitte bleib bloß vom Angriffsfeld fern. Ich bin viel zu nah an ihm dran. Das macht mir Angst. Dafür kann sie gar nichts gegen ihn ausrichten, also. Angriff! Wow! Wie das einfach an ihn abprallt. Das juckt ihn überhaupt nicht. Todesgeheul! Und tschüss! Level 10! Oh yeah! Was für ein Level Up! Aha! So sehe ich das doch gerne! So, der kann uns nicht angreifen? Jawohl. Wir sind von seinem Angriffsfeld fern. Aber mit Linhard hätte ich auch noch heilen müssen. Ich hoffe, ich komme noch dazu. Mit dem Ferdinand hier müsste dringend geheilt werden. Alter, der Magier, der bleibt die ganze Zeit... Ach, ich weiß auch, warum er will. Ist der blöd? Er sieht doch, dass er keine Chance hat. Linhard hat zu viel Resistenz. Aber bestimmt, wenn ich jetzt mit denen näher komme... Hat ihn als nächstes im Visier. Ja, ich wusste es ja. Oh, what? Die Panzerhände. Ja, ich wüsste zu gern, was er mit seiner Faust kämpfen kann. Also im Faustkampf, so kann viermal angreifen. What the hell? Viermal. Das kam auch noch nie vor in Fire Emblem. Oder? Boah! Na denn? Greif an! Bam! Zack! Ja, steck das ein, aber dafür schlägst du ihn nieder! Ja, manchmal muss man handgreiflich werden. Ich hatte jetzt den Thronschlüssel. Oh, ich hoffe... Ferdinand müsste auch irgendwie einschalten können. Das versteckt nur die Verteidigung. Sonst nützt das nichts. Ja, der hat schnell sein Ziel geändert. Und es sind immer noch welche enthalten. Es sind immer noch so viele, eh. Aber Petra kommt jetzt wenigstens an die Truhe ran. Mittelstufensiegel, nice. Nicht schlecht. Ich hätte da vielleicht jemand anderen noch zu ihnen schicken sollen.
Vielleicht sollte Dorothea sich dann dem Team hier anschließen. Dorothea und Hubert, während sich Linhard zu den anderen begibt, dass die andere Seite abdecken. Vielleicht wäre das eher sinnvoller gewesen. Na schön. Wer kann sich denn noch alles bewegen? Ah ja, Ferdinand. Aber er wäre dann das Ziel für den Angriff. Wenn ich mich nur hinbegebe. Ich kann mich auch so hier hinbegeben. Ja, der greift einen schon an. Oh, der weicht aus! Yes! Geil! Oh nein, die Verstärkung kommt! Ah, shit. Das stimmt, es ist auf Zeit. Ich muss mich jetzt beeilen hier. Okay, mach ihn fertig. Danach kannst du noch geheilt werden. Mein Ferdinand, der könnte ihn auch mit einer guten... Spaltertechnik. Nee. Überkopf. Überkopf, das sollte ich vielleicht nutzen. Da kann er nicht zurückschlagen damit. Ich nutze den Überkopf. Dadurch kann ich schon keinen Schaden erleiden. Los, 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 los. Zack, zack, zack. Da hat er seine Position damit gewechselt. Ach shit, ich kann aber da nicht mehr angreifen. Das war jetzt, glaube ich, ein Fehler, ne? Linhard, ich glaube, du wirst gebraucht hier. Unterstütz die beiden mal mit deinem Purgativ. Dem Ferdinand. Ach, ist blöd, ich komme nicht ran. Lass mich hier leider nach vorn begeben und Ferdinand muss jetzt den Angriff einstecken, aber komm, der kann dann wieder härter zurückschlagen und den dann endlich den Rest geben. Jetzt lasse ich das Item mal holen. Ich würde sagen Edelgard. Übungsaxt. Hm. Wo komme ich immer nur diese billigen Items? Das ist doch echt der Wahnsinn. Okay, ein Blick. Die Chance ist aber sehr gering, dass es trifft, aber man kann es probieren. Attacke! Treffer versenkt! Ich bin so stolz auf dich! Yes! Wow! Treffer versenkt, ey, das war geil! Mädel, du hast es drauf! Du bist die perfekte Bogenschützin. Aber eindeutig. So, jetzt bloß weg von diesem verdammten Ritter hier. Der macht mir schon die ganze Zeit hier Schiss! Ja toll, der verpisst sich einfach. Ja, mach ihn fertig! Endlich! Die Verstärkung trudelt ein. Ich muss mich nach vorne bewegen. So. Edelgard, du gibst den Typen jetzt den Rest. Ist sogar nur ein Heiler, also kein Problem für dich. Ja. Soll der Speerkämpfer nur kommen, der hat keine Chance gegen sie. Deswegen überlasse ich es auch hier, während ich mich mit dem Rest hier zum anderen aufschließe. Ja, Petra soll so auch noch dazu kommen. Aber sie wird da ganz schön viel einstecken. Deswegen
ist Linhardt. Viel zu weit entfernt für das Purgativ, nehme ich mal an. Leider, ja. Wir müssen uns Casper heilen. So, da sammeln wir jetzt mal den Gegenstand an. Was haben wir da Feines? Ein Türschlüssel! Ja, ganz klar aufheben. Den hebe ich mir für nächstes Mal auf, wenn es irgendwo eine Tür gibt, eine verschlossene. Die zu öffnen gilt. Toron reicht nicht? Auf der Seite? Was? So ernst? Soll doch ein Fernkampfangriff sein. Ach, was soll's. Daneben ein Donnerzauber. Das ist auch nur eine Heilerin hier. Aber das dürfte auch gefährlich werden. Sammeln! Jetzt könnte ich das einsetzen. Dadurch verstärkt sich ihre Magie. Das ist... gut, damit könnte ich mehr ausrichten. Aber trotzdem reicht das nicht. Wenn, dann müsste ich einen Crit hinzufügen. Und wie hoch ist die Chance? Nur 11%. Das ist jetzt schwer. Was soll ich am besten machen? Ja, dann kommt auch noch der dazu und... ich weiß nicht. Ich traue mich da jetzt nicht so weg. Ich drohe hier da alleine hinzuschicken. Ich probiere es halt und dann sehen wir, was kommt. Ich kann dann den Zucker wieder zurücknehmen. Leider kein Crit. Schade. Aber ein Versuch war es wert. So, er will ihn zum Glück nicht angreifen. Mein Hauptcharakter wird sich dann den Gegner hier vorknöpfen. Also den Commander hier. Haha, leg dich nicht mit ihr an. Ach, verdammt, der Bogen ist ausgerüstet, deswegen. Shit, Petra. Greif doch lieber mit dem Stahlschwert an. Damit kannst du ihn gleich killen. LOL. What the hell? Aber ich glaube, du brauchst eher eine Medizin. Oder eine gute Kampftechnik. Tiefer Fall. Ja, das wird nicht reichen. Sonnenschlag. Reicht auch nicht. What the hell? Na gut, Edelgard, ich würde sagen, du greifst ihn mal an und machst ordentlich Damage hier. Dann kann Petra es beenden. Übungslanze. Dann. Nein. Nimm bitte dein Schwert in die Hand, okay? Und zeig's ihm. Damit bist du ja besser geeignet. Bataillon Level Up! So, ich komme langsam ran. Langsam ist sicher schlussendlich zum Commander auf. Mädel? Du könntest es... ach, du kommst leider nicht dran. Ach doch! Du hast den Blick! Chance ist nicht gerade hoch, aber du hast es schon mal geschafft. Und du schaffst es wieder, Alter! Mann! Ich bin echt glücklich. Gut, meine Charaktere da fortgehen können, bislang. So, Ferdinand. Zeig's ihm. Du bist hier der bessere Soldat. Und diese ist ja nur Heilerin, also was ist denn mit Toron? Ach, Blödsinn, nein, Toron habe ich bereits alle EP verbraucht. Ich kann die Magie einfach nicht mehr einsetzen, das ist der Grund. Ja, okay, ich habe schon verstanden. Ich weiß, was los ist. Okay, mach sie alle. Und tschüss.
Level 10! Ja. Aber gut, jedes Level up zählt, auch egal wie schlecht es ist. Ja, ich hoffe, du kommst ein andermal noch vor. Um dich will ich mich dann später kümmern, ne? Wart's nur ab, Ritter des Todes. Wenn du irgendwann im Spiel nochmal vorkommst, werde ich dich erledigen und dann kriege ich dein Dunkelsiegel. Jawohl! Ich hoffe nur, er kommt nochmal vor im Spiel. Wo ich ihn dann dieses Mal erledigen kann. Ich kann das Pokertief nur noch ein einziges Mal einsetzen und... es reicht ja nicht für Charaktere, bei denen es schon wichtiger ist. Also ich warte da lieber. So, und du sammelst mal den Gegenstand ein. Was haben wir denn hier? Ein weiterer Türschlüssel. Ja, moin. Wer braucht denn hier sowas gerade? Oh nein, das ist die Battalion! Ein, aber zum Glück ausgewichen. Yes! Die begeben sich gleich zu dem Ritter des Todes hin. Ja, ist klar. Glauben wohl, die können sich bei ihm verstecken, ne? Ja, ja, ja. Haben sie sich so gedacht. So. Erledige ihn. Und tschüss. Ja, allerdings. Deswegen ist es gut, dass du ein bisschen rausgekommen bist und offener warst. Oh shit, die haben es bereits auf ihn abgesehen. Na dann, nicht sie weglehnen hat. Kommt trotzdem noch hin. So, das Purgativ. Alter! Ich will damit Petra heilen. Na schön, wir haben es fast geschafft hier. Wir haben ihn bald erreicht. Das wird dann sein Ende. Und dann haben wir es geschafft. Jawohl. Er kann sich nicht mehr ver... Oh, verdammt, die Truhe hätte ich beinahe vergessen. Wer hat jetzt den Truhenschlüssel? Oh, Casper. Das war knapp. Geist? Ah, den Geist verbessern. Alles klar. Geht eben auch nicht. Gut, dann heißt wenigstens ein bisschen. So, sie kommen näher. Aber gut, dann geben sie auch extra EP. Sonst ist also nur versuchen. Am Ende erwartet sie ihn. Kleine böse Überraschung. So, Lenhardt, du heilst sie endlich mal. Wenn das klar ist. Er bekommt endlich wieder KP zurück. So, und ich glaube... Der ist so gut wie tot! Aber ich überlasse es lieber jemand anderen. So fair bin ich. Todesgeheul. Dass du schon mal ziemlichen Schaden zufügen kannst, damit dann... mit wem soll ich es am besten beenden? Ich würde eher sagen, mit Petra würde ich es dann beenden. Obwohl Edelgard steht noch näher dran. So, und du greifst in der Zwischenzeit mal an. Oh, aber es dürfte es nicht überleben. Ich muss weg hier. Ich muss mich leider mit ihr fernhalten, weil... wenn ich jetzt einen attackiere, dann kommen sie alle auf einmal auf sie zugestürmt. Das kann ich nicht gebrauchen. Obwohl, Hubert könnte sich noch, könnte ihr noch Schutz bieten. Ich würde sagen, Hubert. Nö, 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 nö. Du greifst schön mit Todesgeheul an. Boah, warte.
Der kann zweimal angreifen. Ja, komm. Zeig's ihm. Du bist hier der bessere Dunkelmagier. Das kannst du jetzt unter Beweis stellen, mein Freund. Alle haben es natürlich jetzt auf sie abgesehen. Das gefällt mir natürlich alles andere als gut. Wie mache ich das jetzt? Ja, komm. Erledige ihn. Du kriegst das schon. Ich bin sicher, du überlebst das. Alle jetzt auf sie losgehen. Das gefällt mir echt gar nicht. Dann schicke ich am besten. Ja. So kann ich es auch machen. Dass er auch endlich mal zum Kämpfen kommt. Genial ausgewichen. Oh ja, die Bataillon. Sehr schön. So. Meinen Charakter habe ich überhaupt noch gar nicht gestärkt, also es wird Zeit. Ich glaube, Dorothea heile ich als nächstes. Sofern ich doch das Purgativ einsetzen kann. Natürlich. Ha, aber du bekommst deinen Konter ab. Und damit verdient sie sich Level 11. Leider auch nicht sehr gut. Und auch die Bataillon ist besser. Yes! So. Heilung. Erneuerung? Nice! Das klingt echt genial. So, aber jetzt. Das kannst du schön knicke. Ja, warte nur, ob Ritter des Todes. Irgendwann krieg ich dich noch. Ja, auch mein Charakter hat nicht die geringste Chance. Er könnte dazu auch sehr, sehr viel Damage zufügen. Aber nicht genug. Nicht genug. Ja, komm, Edelgard. Du machst jetzt den Typen hier fertig. Bevor er noch unnötig Ärger macht. Level 10 auf Edelgard. Nicht schlecht. Ja, damit haben alle so ziemlich schon Level 10. Auweh. Da fehlen nur Nahkampftechniken. Es helfen nur Nahkampftechniken gegen den Typen. Sonst haben wir da keine Chance. Wir sind so gut wie da. Hey, der Blick! Oh, 34%. Aber das könnte ihn auf... Ich verkenne. Aber sie hatte bereits schon den zweithöchsten Level. Von daher also würde ich lieber den anderen auch noch was gönnen. So. Petra braucht noch ein Level up und dann könnten jetzt so ziemlich alle die Mittelklasse erreichen. Wenn alles gut geht. Weil ich glaube, dafür braucht man Level 10. So. Wir haben ihn fast erreicht.
Tja, dann darf... Wie viel Schaden macht eigentlich Peter? Oh Gott! Das ist knapp, aber sie killt ihn! Sie killt ihn! Wie viel... Moment, war da eine Crit-Chance für ihn? Nein! Aber 80% ist auch nicht die Garantie. Deswegen... Lennart, du nutzt jetzt dein letztes Positiv von mir, um sie noch zu heilen. So. Und du? Jetzt auf. Das Todesgeheul. Nein, wirst du nicht. Dafür werden wir sorgen. Battalion Level Up. So, und jetzt Petra. Mach ihn fertig. Nutze dafür dein... Nee, komm. Greif ihn an. Nein. Oh. Boah, beim zweiten Angriff habe ich schon Angst gehabt. Oh Mann. Also beim ersten habe ich jetzt schon Angst bekommen. Das wär's. Ein Schwert? Was?逃げられたわね。それより先生のその剣どうして。おや、棺の中にあった剣ですな。輝いていますが、それではまるで。侵入者はここか。って、あれも大体片付いてんな。モナダマン、生き残ってる侵入者ども 残らず踏んじばれ。 はっ! Okay. Haben wir tatsächlich jetzt ein Siegelschwert gefunden? Genauso wie Catherine ihr Schwert? Schwert des Schöpfers. Was ist es wohl? Ja, damit wird erst recht OP. Wenn der Charakter jetzt schon so selbst so stark ist. Wie stark wird er erst mit dem Schwert? Oh man. Aber... Dann bin ich mal gespannt, ob wir dann auch gegen den Ritter des Todes was ausrichten können. Der ist ja entwischt. Dann... will ich auch mal hoffen, dass wir ihn wieder begegnen werden und uns das Dunkelsiegel noch holen können. Das Schwert des Schöpfers. In den Händen von Chris entfesselt dieses mysteriöse Schwert seine wahre Macht. Es kann sich teilen und strecken... um weit entfernte Feinde zu... sogar eine Fernkampfwaffe! Wähle an einen freien Tag ausruhen, um die Haltbarkeit des Schwertes um 5 Punkte wiederherzustellen. Es hat auch eine Haltbarkeit. Zerbricht das... Ich dachte, das wäre... Ich
dachte, das wäre unzerbrechlich. Oder kann die Waffe zerbrechen? Oder ich glaube nicht, dass die Waffe komplett zerbrechen kann. Das wär's doch, weil das ist ja schließlich das Siegelschwert für ihn. Ja, das werden wir dann noch sehen, wie das noch wie sich das noch herausstellen wird. Aber dann ab dem nächsten Part. Und ja, wenn es gefallen wusste, Daumen nach oben und Kommentar auch nicht vergessen. Und dann sehen Sie beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Also seid gespannt, klickt wieder rein. Euer Crush wurde wirklich hinein. Bis zum nächsten Part von Let's Play Fire Emblem Three Houses. Also auf Wiedersehen und tschüss, Leute.